Hey Leute und willkommen zu einem neuen Abenteuer im Walde. Heute habe ich den René mit. Yes. Es soll regnen. Schauen wir mal. Das sage ich ja fast jedes Mal. Und irgendwie passiert nichts. Aber ja, wir sind jetzt mal unterwegs und als erstes werden wir jetzt dann gleich einmal unser Gepäck abwägen. Rein aus Neugier, wie schwer das Zeug ist, was wir damit haben. Gut aus. Wie dicht bewachsen das alles hier ist. Richtig geil. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Pfad finden. Pfad finden, Pfadfinder. Au, au. Brennnesseln. Au, 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 au. Wir haben den Pfad gefunden. Nachdem wir keinen Gärtner haben, ist schwer zu erkennen, wo es hier lang geht. Aber hier sind wir schon mal gut beraten. Au. Jetzt wiege ich mal meinen Rucksack ab und dann probieren wir dasselbe beim René. Mein Rucksack hat 12, 13 Kilo. 12, 13. Der Rucksack vom René hat, alter Falter, gute 20 Kilo, 19, was man so unterwegs findet. Das würde ich jetzt nicht essen. Würde ich wirklich nicht. Aber wir sind ja nicht allein im Wald. Jetzt haben wir schon ein Plätzchen gefunden, dafür haben wir auch unser Gepäck abgelegt, damit wir uns ein bisschen leichter tun wegen dem Suchen, wo wir hinwollen. Und jetzt ziehen wir mal hoch zu dem Platz und dann trinken wir mal, glaube ich, ein Bier, bevor wir uns dann, René, hier, ja, aber alles irritierend. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder beim Aufbau von unserem Lager. Und wieder eine neue Entdeckung im Walde. Sieht aus wie ein Schädel. Hase. Ja, vielleicht. Irgendwas ist hier auf jeden Fall verendet und. Ja. Ja. Auf eine erholsame Nacht. Prost. Mal den Platz freiräumen. Wenn es wer kennt, ist es nicht so geil, auf einem Tannenzapfen zu schlafen. Ich hol mal Holz. Bisschen anspitzen das Ganze. Speicher ist ein gutes Wort. Lass uns sehen, wo wir ungefähr hinkommen. Jetzt kommen wir zu dir um. Okay. Und hinterhin ein wenig. Dann müssen wir weiter zu dir um. Hinten müssen sie nicht so langseitig stückeln, aber da vorne war es nicht deppert. So,
Das heißt, wir hauen ihm jetzt mit da rein. Voll daneben. Oh, er kommt. Baumbart erhält eine Wurzelbehandlung. Nice. Oh. Fungiert wie eine Peitsche. Oh. Und wir sind durch. Herbe Angelegenheit. Wie haben wir noch, du? Gehen wir wieder runter. Man glaubt es nicht, aber so viele fucking Mücken, was hier sind. Shit. Also, ich hab Dellen. Ich schau schon schlimmer aus als, was weiß ich, irgendwas mit Dellen. Oh, da ist eine Zecke. Fuck. Oh. Da war eine Zecke. Ja. Schauen wir mal, wie das wird. Ich hab schon Zeckenpunkte, Alter. Et voilà, die Pforte des Zorns ist geöffnet. Das wird unser Eingang. Offen für alles, was keucht und fleucht. Die High-End-Axthalterung für den modernen Mann. Da spalten Sie die Meinungen. Boah, morgen lassen wir auf jeden Fall absuchen auf Zecken. Von meiner First Lady. Die Ganzkörperuntersuchung machen. Ist das erotisch? Jetzt spaltet das hier schon. Die Seiten noch gar. Beton mit drauf, nur so fahrmäßig mal zu bringen. Passt. Das war mal. Mit dem gehört man nur um einiges tiefer. Aber es ist eigentlich wurscht. Jetzt bin ich bei der Obst. Deppert aus, gell? Wenn wir nicht so vier spannen können, ja. Dann stellt jetzt eh gescheit schief, dann steigen wir so. Ja, das spannen wir nicht. Wir haben die erste Seite gespannt. War ein spannendes Ereignis. Einmal um den Baum gewickelt, damit wir hier einen Zug haben. Paracord, alles verwendet, auch die Heringe von ein wenig. Jetzt müssen wir nur noch die andere Seite ein bisschen verbinden und alles ausklopfen. Aber ich bin guter Dinge.
Und der René rasiert sich seine Beine mit der Axt. Alter. Jo. Was glaubt ihr, wie er sich die Haare schneidet? Ihr werdet es nicht glauben, aber nach sage und schreibe 10.000 Mückenstichen haben wir es geschafft, dass mal das Grundgerüst steht. Soll heißen, einmal niedergespannt, auf der anderen Seite nochmal, hinten auch niedergespannt, jetzt gehe ich mal kurz rüber, damit ihr auch das seht, einmal eingeschlagen, einmal noch gegengespannt. Dieses komische Geräusch macht dieser komische Mann in diesem Wald. Man beachte nicht das Dosenbier, denn da haben wir schon ein paar getrunken. Aber was ist so ein Männerausflug, so ein kleiner, ohne Bier? Ist so. Nun arbeiten wir daran, die Rückseite mal etwas zuzumachen. Dasselbe hätten wir auch seitlich hier vor, sodass quasi nur noch der Eingang offen wäre und hier vielleicht noch oben ein Keil, der frei bleibt, dass wir ein bisschen geschützter rundherum sind. Aber platztechnisch wäre schon richtig cool. Also hier schlafen wäre schon ziemlich nice. Mit dem Feuer muss ich euch leider enttäuschen. Es ist so trocken hier und die Waldbrandgefahr, abgesehen davon, ist auch eine Verordnung draußen, dass wir momentan kein Feuer machen dürfen. Das romantische Feeling am Abend im Wald mit Lagerfeuer werden wir nicht schaffen, weil es einfach zu gefährlich ist. Aber wir werden uns noch was zum Essen machen und für diese Kochaktion werden wir uns noch was einfallen lassen. Entweder wir schauen wirklich zu, hier rundherum alles sauber zu machen und unterm Tarp das Ganze zu organisieren. Diese Geräusche sind einfach genial. Ich liebe es. Ansonsten werden wir rohe Eier essen und rohen Brotteig. Aber das ist normal. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Nacht und ich liebe diese Geräusche und die Ruhe hier im Wald. Man hört nichts. Ein paar Vögel, mein Atmen und mein verrückten Buddy, der da irgendwo im Hintergrund Holz schneidet und ich nicht mal weiß für was. Der René will uns noch eine Bank bauen. Zeig mal, wie du das machst. Okay. Er macht es schon. Jetzt? Ja. Ja, geil. Stark. Du, Machine Gun. Leute, die moderne Bierbank. René, probiert sie aus. Ah, geil. Gebt euch diese Aussicht. Ich nehme euch jetzt mal mit. Einmal drüber stecken. Oh. Ich bin zu alt für diesen Kram. Gebt euch diese Aussicht. Alter, wenn das Schnaufen noch nicht wäre. Alter, man sitzt richtig geil. Ja, was soll man sagen? Der Wald. Boah, fuck. Geil. Und ich habe noch gar nicht so viel gemacht dazu. Dafür. Fuck. Genießt nochmal die Aussicht und wir bauen dann an unserem Lager weiter. Die erste Seite ist befestigt. Wir machen uns gleich mal an die nächste Seite ran. Oh. Hier seitlich nimmt das auch schon Form an. Einmal noch hochgeschlichtet, ein kleiner Windschutz. Und dann sollte die Männerhöhle mal fertig werden. Aber jetzt müssen wir uns eh schon langsam sputen, denn die Sonne arbeitet gegen uns. Und das ist nicht so geil. Aber ja, wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das schon. Oder? Nee, wir schaffen das schon. Na, wir schaffen das schon. Ich bin guter Dinge. Wir schaffen das. Jetzt machen wir uns noch auf die Nord-, Süd-, Ost-, Westseite ran. Oder Südseite. Boah, ich habe die Orientierung verloren. Ja. Ich glaub, das ist gut West. Komplett egal. Auf einer Seite müssen wir sich noch fixieren. Dann haben wir es. Und dann ernten wir die Lorbeeren für diese massive Baustelle. Der Männerhort ist fertig.
War ganz schön viel Arbeit, das dürfte man nicht unterschätzen. So, einmal hier ein Sicherungsstempel, damit das Holz nicht auseinanderfällt. Hinten auch alles gut zugemacht und seitlich auch ein bisschen ein Windschutz. Nachdem das Internet kein Regenwetter mehr meldet, werden wir uns jetzt in der Höhle breit machen. Zeit für die Isomatte! Haben wir sie gleich drauf zum Aufknacken. Und ob du auch noch drauf bist? Ja. Das ist dir mit nicht, gell? Nein. Prost. Prost. Fuck, ja. Oh shit, ich muss pinkeln. Prost. Nach dem Pinkeln geht's besser. Oh, es sind so viele Mücken da. Aber wir haben Platz, Ende nie. Also das Lager ist bereit. Die Nacht kann kommen. Scheinwerfer hängt auch schon. Wow, schön. Oh, mein Laster, das Bier. Falls ihr euch fragt, warum ihr Schwäche hat, der Bier trinken. Dosenbier saufen. Tausend Bier saufen. Und man kann es auch warm trinken, das ist ja das Gute. Boah. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Ausblick. Vielleicht machen wir uns noch ein bisschen was zum Essen. Aber da würde ich euch eh noch mitnehmen. Und ansonsten, chillt mal. Das ist doch genial. Unsere Sitzbank, unsere Pinkelecke. Unser René. Alter. Ja, ah, übrigens. Passt gut, Waldquelle. Ja, fix. Seine professorische Axtscheide aus Pizzakarton und Klebeband gemacht. Rundherum sind wir gut geschützt vor Wildschweinangriffen und jeglichen anderen Getier. Ich hoffe, es ergeht uns nicht so wie dem Hasenschädel. Ja. Und verdammt, aber es sind so viele Insekten da und wir beide sind so intelligent und haben kurze Hosen angezogen. Woo! Ja, ihr seht die meine Waden, ich habe auch da eine schwere Fleischwunde. Ich weiß nicht, ob ich die überleben werde. Das muss ich dann noch meiner Frau erklären, aber das ist eine andere Geschichte. Herrlich, das ist Leben. Jetzt haben wir es geschafft. Wir liegen im Lager. Es sind so unendlich viele Mücken da, aber ich glaube, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir werden uns jetzt mal ins Bettchen schmeißen, noch ein bisschen quatschen und den Abend genießen. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische. Vorausgesetzt, wir überleben diese Nacht mit den Mücken. René sagt gute Nacht. Buonanotte. Gute Nacht und bis morgen. Alter, es ist Mitternacht. Guten Morgen, die Nacht ist vorbei, sie war lang, nachdem wir hier so viele Mücken hatten, war das Schlafen auch nicht recht angenehm und kein Moskitonetz dabei. Ja. Jetzt auf jeden Fall mal Kaffee und ein gutes Frühstück. Wir werden jetzt noch das Lager abbauen, ordentlich, und uns dann einmal ganz gemütlich im Heimweg machen. Frühstück war gut, Kaffee durfte auch nicht fehlen.
Jetzt haben wir alles abgebaut. Das Grundgerüst lassen wir stehen. Und wir sagen mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Woo!